Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Bei meiner Recherche nach aktuellen Adventskalendern ist mir der Dörf-Adventskalender über die Füße gelaufen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 49,99 kostet der bei Amazon. Ich setze euch den Link dazu gerne in die Infobox. Und jo, der kam super schnell bei mir an. Ist ein Kläppchen-Adventskalender. Ne, der ist riesig, wirklich riesig. Der lässt sich so öffnen. Zack. Und ja, ich möchte mit euch mal zusammen hineinschauen. Schon beim Thumbnail ist mir aufgefallen, dass er unfassbar gut duftet. Also wir haben im Adventskalender selber kein Plastik. Das ist wie so Eierschalengedöns, ein Karton. Und hier, ey, das ist ein super Adventskalender eigentlich für meine Kliniktasche. Ne? Denn die möchte ich gerade aktuell packen. Deeply Nourishing Triple Serum, was? Schauergel? Okay, ein Duschgel mit 55 Millilitern. Und ja, das ist so eine kleine Reisegröße. Kann man bestimmt auch so irgendwo kaufen. Also preistechnisch versuche ich euch das ja immer irgendwie zu recherchieren. Ne? Ach, und ich mag einfach diese ganz klassischen Düfte von Dörf, weil das halt so diese Seife, die bei Oma immer war, ist. Das mag ich einfach gerne. In der Nummer 2 haben wir einen Klassiker, und zwar eine Handcreme, gehört aber meiner Meinung nach auch in einen Pflege-Adventskalender mit hinein. Indulging Care Handcreme mit Mandelmilch und Akazienhonig für trockene Haut, 75 Milliliter. Das dürfte meiner Meinung nach eher sogar eine Full-Size sein, oder? Ich glaube schon. Ja, cool. Auch mit dabei ist selbstverständlich die Nummer 3, und ich habe schon befürchtet, ein bisschen Füllmaterial ist für den Preis leider auch mit drin enthalten. Das ist ein Produkt, damit kannst du entweder dein Gesicht reinigen oder deine Pinsel. Das hatte ich jetzt auch schon öfters mal in Beautyboxen drin, deswegen lasse ich das auch der Hygiene wegen etwas zu. Das kannst du mit Gesichtsreinigungsprodukt einfach verwenden. Ne? Nimmst es dann so zwischen die Finger und kannst dann so über dein Gesicht gehen. Aber das könnte vielleicht auch eine gute Geschichte tatsächlich sein, für wenn ich in der Klinik bin. Wenn ich mein Baby bekomme. Das dauert nämlich nur noch 3 Wochen. Krass, oder? Hier haben wir die Nummer 4. Ah ja, und hier haben wir natürlich den Klassiker. Richtig geil. Beauty Cream Bar Deep Moisture Soft for Soft Skin. Das ist einfach eine Seife. Ja, oder? Nee, Beauty Cream Bar? Warte mal. Moisturizing Cream? Nee. Hä? Müssen wir gleich mal gucken. 90 Gramm? Aber ich würde sagen, das ist eine Seife. Doch, Waschstück. Ich wollte schon sagen, ne? Ganz klassisch. Aber es riecht halt genauso, wie es riechen soll. Und darüber freue ich mich sehr. Das kann man für die Hände nehmen. Das kann man auch zum Pinselreinigen nehmen. Finde ich total genial. Und ich habe auch extra so ein Magnetvieh. Das war mal in der Trendraider Trendbox mit drin. Das drücke ich dann einfach in dieses Seifenstück rein. Und dann kann ich das an der Wand befestigen. Mega. Genial. In der Nummer 5 haben wir so ein kleines Deo mit drin enthalten. Also ist mit 1/4 Pflegecreme und Pflegeöl und Gedönsen. Ohne Alkohol, 48 Stunden Antitranspirant. Ich finde es total großartig. 35 Milliliter. Also das wäre halt genau so etwas, was ich mir jetzt auch für die Kliniktasche kaufen würde. Ja, Mensch. Da kann man doch mal, ne, direkt denken, ja. Irgendwas habe ich mir auch dabei gedacht, als ich mir den geholt habe. Tja. Also, Nikolaus, ne, ist ja eigentlich etwas, wo man denkt, da darfst du gerne mal was Besonderes drin haben. Das hat sich Dörf aber irgendwie nicht so gedacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo Dörf herkommt. Kommt das aus Europa? Doch, made in Germany, Unilever. Doch, ne? Ist eigentlich ein deutsches Unternehmen, glaube ich. Auf jeden Fall ist die Nummer 6 tatsächlich ein, ja, Füllprodukt eigentlich. Also das ist so ein Telefonkabel-Haargummi, was ich persönlich auch gerne verwende. Ne? Also feiere ich wirklich, aber nicht in der 6. Das ist nicht gut. Noch eine Handcreme haben wir jetzt in der Nummer 7. Das ist jetzt ein bisschen viel aufeinanderfolgend. Mal gucken, wie viel noch so kommen. Restoring Handcreme mit Kokosnussöl und Mandelmilch für trockene Haut. Auch hier 75 Milliliter drin enthalten. Schwierig, schwierig, schwierig. Wobei, wenn ich mir das hier hinten angucke, ist Unilever aus UK, also quasi ein englisches Unternehmen. Aha, auch interessant. Okay, ja, nee. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, aber leider ist das Kläppchen verrutscht. Dementsprechend gucken wir uns jetzt mal an, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Auch die war zunächst leer, aber ich habe so ein bisschen unten rumgeprorkelt und ich hoffe, dass ich die jetzt nicht woanders rausgenommen habe. Das ist ein Augenbrauenbürstchen. Sehr random, wirklich.
random, aber ich verwende sowas halt ganz gerne. Also finde ich cool. Ich muss gestehen, ich wusste jetzt nicht, dass Dove auch dekorative Kosmetik hat. Aber gut, ja, haben wir jetzt mit dabei, ne? Dann warten wir noch auf die Nummer 8. Aber schauen uns jetzt mal an, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Hä? Hier haben wir nochmal das gleiche Deo drin wie schon ein paar Kläppchen vorher, nur jetzt ein bisschen größer. So langsam wird es weird, ne? Also es fing ganz gut an, aber jetzt gerade wird es irgendwie merkwürdig, muss ich gestehen. 75 Milliliter haben wir in diesem Sprühdeo. Ja, ne? Gut, Deo mag ich, verwende ich. Dove-Deo mag ich vom Duft her auch sehr gerne, aber irgendwie ist es irgendwie komisch. Die Nummer 11 stellt die erste Schnapszahl dar. Und hier haben wir ein großes Produkt, wahrscheinlich Full-Size drin, Shower-Mousse, also quasi ein Dusch-Mousse. Duschschaum, ne? Deeply Nourishing with Cotton Oil, also mit Baumwollöl. Aha, 24 Stunden Softness. Weichigkeit kannst du sowohl zum Duschen als auch zum Rasieren verwenden. 200 Milliliter sind hier drin. Auch das ist definitiv ein Produkt, was ich mir in meine Backups packen werde, weil ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, sowas ist jetzt auch dufttechnisch nicht ganz so verrückt. Das heißt, wenn ich dann in der Stillzeit bin und mein Baby mich ja auch riecht, habe ich da nicht zu viele Parfümstoffe oder sowas drin. Wisst ihr, was ich meine? Weil da sollte man ja aufpassen, dass man schon nach sich selber riecht. Aber ich möchte ja trotzdem ein frisches Gefühl haben. Auch die Nummer 12 ist ziemlich random, Leute. Also, wie gesagt, ich wusste nicht, dass Dove auch, Entschuldigung fürs Rascheln, auch dekorative Kosmetik führt. Auf jeden Fall führen die auch Tools. Und da habe ich hier so einen Beauty-Sponge drin. Der sieht gut aus, der fühlt sich gut an. Den mag ich gerne leiden, den werde ich verwenden, ne? Aber ich finde es halt einfach random. Die zweite Halbzeit wird eröffnet von der Nummer 13 und da haben wir wieder ein Seifenstück mit 90 Gramm drin. Dieses Mal ist es ein Nourishing, also ein nährendes Seifenstück. Beauty Cream Bar with Moroccan Argan Oil. Das ist dann natürlich auch mit Pflege am Start, ne? Also das ist jetzt unser zweites Seifenstück. Ja gut, gucken wir mal weiter. In der Nummer 14 haben wir etwas drin, das sieht echt hübsch aus und das ist einfach mal ein Spiegel. Das ist, glaube ich, der hochwertigste Handspiegel, den ich überhaupt mal irgendwann aus irgendwelchen Adventskalendern gefischt habe, denn das ist echt hübsch. Also wir haben hier wirklich dieses Holzgedönsen, ne? Oder ja, das ist schon Holz, ja. Und dann echt einen schönen Handspiegel. Also per se schön, ne? Ist halt ein Füllprodukt, aber per se ist das schön. Auch die Nummer 15 enthält ein Füllprodukt und zwar ist es so ein Duschpuffel. Damit kann man halt sein Duschgel etwas intensiver aufschäumen. Das brauchst du jetzt nicht unbedingt bei dem Shower Mousse, was wir vorher drin hatten, sondern zum Beispiel hier bei diesem Shower Gel, was wir in der 1 drin hatten, wäre das gar nicht so verkehrt. Ja, auch sowas fehlt, sollte, darf, kann, will in Pflege-Adventskalendern in dieser Preiskategorie nicht fehlen, finde ich auch in Ordnung. Und ja, ne, ein Duschpuffel halt. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen blöd, dass wir hier Doppelungen drin haben. Denn jetzt haben wir die Nummer 16 und da habe ich auch wieder Deeply Nourishing Shower Gel. Also ne, 55 Milliliter, das gleiche wie wir in der 1 drin hatten. Was jetzt natürlich zu dem passt, dass wir den Duschpuffel drin hatten, aber irgendwie, ich finde es total weird. Eine Woche vor Heiligabend erwartet uns unser drittes Deo, aber dieses Mal haben wir ein Deo Roll-On. Sowas verwende ich gerne abends tatsächlich, also das finde ich auch ganz gut. Mit Moisturizing Cream 1/4%, ein Viertel, also 25%. Mit 100% natürlich pflegendem Öl, ohne Alkohol, Antiperspirant, 48 Stunden, das dürfte auch eine Full-Size sein, 50 Milliliter, ja, so ein klassischer Dove-Deo-Roller, darf auch nicht fehlen. Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, ich habe jetzt hier die Nummer 18, ich hätte tatsächlich da auch vermutet, dass wir auch die Nummer 8 hier drin finden, aber die ist aktuell noch nicht auffindbar. Hier habe ich eine Pore Purifying Bubble Facial Charcoal Sheet Mask, sowas finde ich immer total cool, 25 Milliliter, also das ist echt ein cooles Produkt. Das feiere ich, ne? Lässt so 10 bis 20 Minuten drauf. In der Zeit schäumt es halt so auf. Das ist eine Tuchmaske, die kenne ich ja auch von Dalton, die liebe ich. Und die ist so richtig Poren, also hier Poren sauber macht wie Gedönsen, ne? Und das finde ich genial. Also wirklich, reinigend und so. Hört sich auf jeden Fall soweit so gut an. Für Mischhaut bis ölige Haut oder halt für unreine Haut, wenn du es halt einfach gerade gebrauchen kannst, ne? Habe ich jetzt in der deutschen Drogerie zum Beispiel noch nie irgendwo mal gesehen. Ach, guck mal, in der Nummer 19 haben wir einen Intensive Repair Conditioner drin enthalten. Sowas finde ich schön, 50 Milliliter. Interessante Form, ne? Also wirklich cool. Und die Dove Haarprodukte vertrage ich quasi. Also so kleine Sachen, überhaupt kein Problem.
ich kann das halt nur nicht lange verwenden, weil das meine Haare zu schwer macht, zu sehr pflegt, würde ich fast schon dazu sagen. Aber das finde ich cool. Der wird ausprobiert. Eine dritte Handcreme begrüßt uns im 20er-Bereich. Das ist ein bisschen viel, Leute. Ne? 75 ml Body Love Essential Care Hand Cream for Dry Skin, Long Lasting Care for Touchably, Soft and Smooth Hands mit Ceramiden. Ja, 48 Stunden Pflege. Also eine Handcreme in einem Pflege-Adventskalender. Yo, geht vollkommen klar. Finde ich auch super passend. Zwei Handcremes, naja, kommst du schon mit klar, ist vollkommen in Ordnung. Aber drei ist zu viel. Nee, gerade weil im Prinzip das mitunter eine der größten Größen ist, ne? Und das dann hier als Handcreme finde ich ein bisschen nicht so schön. Ja, in der Nummer 21 haben wir so ein, das ist für mich ein Küchenschwamm, Leute. Also so ein Schwamm habe ich noch nie am Körper oder am Gesicht verwendet, bin ich vollkommen ehrlich. Wir verwenden sowas als Küchenschwamm. Fühlt sich auch genauso an. Die kriegt man doch in der Haushaltsabteilung, ne? Ja, ist ein Küchenschwamm. Okay. Hä? Vollkommen überhaupt nicht, weiß ich nicht, nachvollziehbar hier. Leute, ich habe die 8 gefunden. Es ist eine Pinzette. Klar, ne? Pinzette oder Nagelfeile. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt wird wahrscheinlich gleich eine Nagelfeile kommen. Nö, finde ich cool, dass wir jetzt in der 8, jetzt vor allem, ne? Dass wir in der 8 eine Pinzette drin gehabt hätten. Denn Pinzetten kann man eigentlich gefühlt nie genug haben. Also Pinzetten sind gut, ne? Ich mag Pinzetten in Adventskalendern deutlich lieber als Nagelfeilen, bin ich ehrlich. Und ich finde es auch sinnvoll. Ja, genau. So, bei der 22 bin ich jetzt gelandet und da hauen sie jetzt einfach mal eine Full-Size Essential Care Body Milk for Dry Skin raus. Mit Ceramidserum. Mein Freund. Da muss ich gleich mal eben kurz Ja schreiben. 250 Milliliter, siehste? Also einfach mal eine Bodycream hier reinhauen in der Full Size. Da habe ich die ganze Zeit ehrlich gesagt auch drauf gehofft, ne? Weil wir ja so viele Mini-Größen oder zwei Mini-Größen von einem Duschgel hatten, dann ein Full Size Duschschaum und Deo und so weiter und so viele Handcremes. Da kommt dann irgendwann auch ganz gut, dass man eine Bodycream drin hat. Ja. Jetzt hauen sie aber einen raus. Die Nummer 23 ist auch eine Full Size. Und zwar Feuchtigkeitspflege und Öl mit Arganöl. Dreifach Feuchtigkeitsserum, 0% Sulfate. Eine Pflegedusche. Genau, also am Tag vor Heiligabend dürfen wir mit diesen 250 Milliliter noch einmal duschen gehen. Ja, das ist doch schön, ne? Haben wir auf jeden Fall Sauberkeit bei uns. Und die riecht auch wirklich angenehm, also wirklich dezent, ne? Und das sind dann halt auch die Düfte, wo ich denke, ach komm, wenn ich dann Mami bin, dann darf ich auch so riechen und so, ne? Weil da scheiden sich die Geister und ich finde es halt auch alles so, man muss die Kirche grundsätzlich im Dorf lassen, ne? Und immer so ein bisschen alles mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, diese Düfte, für mich persönlich repräsentieren die halt auch zum Beispiel meine Oma oder meine Mama. Und dementsprechend glaube ich halt auch einfach, dass es daher kommt, dass die halt auch genau solche Produkte verwendet haben, als ich noch ein kleines Mädchen war, also kleiner Dütz. Ja, und in der 24 haben wir dann so einen Klassiker mit drin enthalten. Body Love Rich Nourishment Cream for Face and Body. Long Lasting Care von Nourished Skin. 72 Stunden soll das halt quasi kabam machen. Mit Ceramiden Restoring Serum. Da haben wir 75 Milliliter drin enthalten. Und das hier wäre dann die Nummer 24, meine sehr verehrten Damen und Herren des guten Geschmacks. Also das war der Dove Adventskalender. Ich sag mal so, weil ich ihn einfach vorher noch nie ausgepackt habe, ist es für mich jetzt schon cool gewesen. Ne? Weil der Nivea Adventskalender ist immer relativ ähnlich zu dem vom Vorjahr. Und dann ist man halt irgendwann nicht mehr so mega überwältigt davon. Bei dem Dove Adventskalender muss ich halt jetzt einfach mal sagen, dass sie den echt mit relativ wenig Sinn und Verstand befüllt haben, weil hier Doppelungsprodukte drin sind, sowohl wirklich 1:1, ne, wie bei diesen beiden Schätzeleins, als auch Doppelungsprodukte im Sinne von, ich pack's dir einmal in groß rein und einmal in klein. Versteht kein Mensch. Ich verstehe nicht, warum wir hier Beauty Tools drin enthalten haben. Also quasi den Augenbrauenstift und den Schwamm, verstehe ich nicht. Ich finde, dass die 6 total schlecht befüllt ist. Mir fehlt hier so ein bisschen Skincare, also fürs Gesicht. Klar, wir haben in der 24 diese Creme hier drin enthalten, aber irgendwie hat Dove doch mehr zu bieten. Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Keine Ahnung. Schön finde ich aber auf jeden Fall, dass wir eine Maske drin haben, weil das etwas ist, was ich so nicht kenne. Bisschen viele Handcremes, zu dem Conditioner fehlt mir ein Shampoo. Also
Irgendwer hat da irgendwie nicht so wirklich nachgedacht, oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Es ist so ein Adventskalender, wo ich sage, ja, das lohnt sich schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, aber der ist irgendwie total merkwürdig befüllt. Schreibt mir das gerne mal in die Kamera rein. Genau, da. Ein bisschen schwierig. Auch nicht in die Infobox. Was ist los mit mir? In die Kommentare. So, wie ihr den Adventskalender so fandet, ne? Also ich bin einfach total verwirrt. Ja. Vor allem, warum haben wir dieses Gesichtsreinigungstool dabei, wenn wir kein Gesichtsreinigungsprodukt in dem Adventskalender drin haben? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das gehört zusammen. Und mit einem Stück Seife reinige ich safe nicht mein Gesicht, da rastet meine trockene, sensible Haut aus. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Adventskalender. Wie gesagt, ich bin verwirrt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!